das Schiff war kaum auf Station eingeräumt. Und dann hatten wir auch schon den ersten Einsatz, insgesamt sogar jetzt schon 5 Stück bis zur Taufe. Und da hat sich das schon bewährt, das Schiff. Und wir sind froh, dass wir schon mit dem neuen Equipment so gut arbeiten können. Also wir wollen einmal ja das neue Schiff auch vorstellen. Es ist neu, größer, breiter, schwerer, schneller und vor allen Dingen leiser. Wir haben 2 schöne Plotter mit Touchscreen und mit Kamera integriert sogar, Achter raus. Die gesamte Seefahrt ist ja sehr emotional. Und eine Taufe auf allen Schiffen, alles was schwimmt, wird ganz zu Beginn getauft. Und so ein traditionsreiches Gewerbe wie die Seefahrt tut, glaube ich, gut daran, einen Teil dieser Traditionen auch zu pflegen. Für mich hat das eine richtig große Bedeutung. Das ist für mich eine richtig große Ehre, dass ich dieses Schiff taufen darf. So, das ist, kommt ja nicht so häufig vor, dass jemand von uns Freiwilligen, Ehrenamtlichen so eine Tätigkeit durchführen darf. Wir leben ausschließlich von Spendern. Das heißt, diejenigen, die uns bei der Finanzierung so eines Bootes helfen, der täglichen Arbeit helfen, sind diejenigen, die dafür sorgen, dass wir alle arbeiten können. Ich sehe da eigentlich so ein bisschen meine Arbeit und meine Zeit, die ich hier investiere als Ehrenamtliche und Freiwillige, einfach gewürdigt und geehrt. Und das finde ich toll. Ich wünsche dir allzeit eine gute Fahrt und stets eine sichere Heimkehr.